Die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet. Bis zur letzten Stunde arbeiteten Architekten und Handwerker an der Vollendung des Plenarsaales, dem Kernstück des neuen Parlamentsgebäudes in Bonn. Am 7. September schlug die Geburtsstunde eines neuen deutschen Staates. Als erstes Organ des neuen Parlaments konstituierte sich der Bundesrat. Karl Arnold, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wurde zum Präsidenten des Bundesrates gewählt. Am Nachmittag folgte dann die feierliche Eröffnungssitzung des Bundestages. Die Abgeordneten und Ehrengäste treffen vor dem Parlamentsgebäude ein. Professor Carlo Schmidt, Dr. Kurt Schumacher, der amerikanische Hohe Kommissar John McCloy, der britische Hohe Kommissar Sir Brian Robertson, Dr. Konrad Adenauer. Die konstituierende Sitzung des Bundestages wurde durch den Alterspräsidenten Paul Löbe eröffnet. Abgeordnete des Deutschen Bundestages, nach einem alten Gebrauch wird die erste Sitzung des neuen Parlaments eröffnet durch das Annahren ältesten Mitglied Hauses. Ich bin geboren am 14. Dezember 1875 und frage, ob ihr ein Mitglied im Hause findet, das zu einem früheren Termin geboren ist. Offenbar ist das nicht der Fall, dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet. Zum Präsidenten des Bundestages wurde der bisherige Präsident des Wirtschaftsrates Dr. Erich Köhler gewählt. Meine Damen und Herren, ich übernehme das Amt des ersten Präsidenten des ersten Deutschen Bundestages der Bundesrepublik Deutschland. Der historische Tag in der Geschichte Deutschlands und Europas endete mit dem ersten Staatsempfang der neuen Bundesrepublik. Nach 16-jähriger Unterbrechung hat wieder eine deutsche Volksvertretung die Regierung übernommen.